So, jetzt müsste der aber gleich wieder kommen hier. Kann dir ein bisschen helfen, mir vorlesen oder so, oder sonst gehe ich auch, wenn du mich nicht mehr willst. Nee, du kannst auch bleiben. Brauchen wir Oh, nicht. danke. Was macht denn der jetzt hier? Warte, ich muss mal das Mikro weglegen. Nein, ich habe Mikro weglegen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder nur schön 10% Arbeitsspeicher. So muss das sein. Community Quatsch. Livestream. Verbergen? So, wie viel haben wir denn? 36. Ja, Einer kommt. das ist ja, viele sind raus, 36, 37, es geht nach oben. Ja, ich denke mal, jetzt geht es wieder hoch. So, jetzt tut der Chat auch wieder, jetzt tut es alles wieder. Gott, ey, die Leute. Nee, die sind dich am Vollspammen. Alter, ey. Guck mal hier, der Blubberbub, Alter. Blubberbub. Denkst Der an, die hören Blubberbub. dich, ne? Bitte? Jetzt hören die dich. Au. Au. Noch nichts. Der Radisch hat sich bei euch beschwert. Er hat sich bei mir über euch beschwert. Ihr würdet ihn fertig machen. Also ich konnte keine Programme schließen und wenn ich die geschlossen hätte, dann hätte ich sowieso keinen Arbeitsspeicher mehr gehabt, weil der das mir gar nicht angezeigt hat, welches Programm überhaupt so viel Arbeitsspeicher frisst. Also die Leute haben noch gesagt, vielleicht hattest du ja viele Prozesse offen, die 100 Megabyte oder mehr fressen, Nein, aber nein, davon nein, gehe nein, ich nicht nein. aus. Hatte ich nicht, hatte ich nicht. Ich hatte nur Open Broadcast auf, Chrome hatte ich auf und... Ne, das war's, die beiden Sachen hatte ich auf. Irgendwie hat sich da im Hintergrund irgendwas aufgehangen und dann ging es hoch. So, jetzt muss ich aber das Schnittprogramm aufmachen. Aber ich sehe schon wieder, Unity Media spackt wieder rum. Bei dir auch, oder? Das ist für ein Arsch, das Ding. Nächstes Mal lässt du dir den PC von mir bauen, meiner läuft. Ja, meiner läuft ja auch. Aber irgendwie momentan nicht richtig. Nee, guck mal, Windows 10 ist halt einfach Kacke. Kann man nicht anders sagen. Das hat übelst, also solche hier Memory Leak Probleme hatten wir übelst auch bei uns im Geschäft. So, wie kriege ich euch denn jetzt hier? Ich versuche jetzt mal euch die Fensteraufnahme zu machen und zwar mit dem Schnittprogramm. Pinnacle Studio. Bam. Fensteraufnahme. Das muss bestimmt nach oben, ne? Ja. Position. Ich bewege es mal ganz nach oben. Aha. So, da ist es. Das ziehe ich jetzt ein bisschen kleiner. Runter. Wie viel Honig verkaufst du im Jahr und wo Ach so. verkaufst du? Ja, stimmt, der Kollege Gamba Bro hat ja geschrieben. Wie viel ich verkaufe, das liegt daran, wie viel ich habe. Ich hatte letztes Jahr 480 Kilo und die habe ich fast verkauft. Und wo? Oder gibt es mehrere Anlaufstellen? Bei Nearbies, privat auf der Arbeit. Wir haben so einen Feinkostladen, so mehr oder weniger Feinkostladen, da verkaufe ich den Honig auch. Also ich habe mehrere Anlaufstellen, wo ich den verkaufe, sonst würde ich ihn gar nicht quitt kriegen. So. Jetzt brauche ich aber Ton. Deswegen muss ich die Kopfhörer draufziehen. Also, das ist das Schnittprogramm. Hier. Hier seht ihr sogar noch das Video, was ich gestern gedreht habe. Als Ankündigung. Ich gucke mal, ob ich das jetzt groß. Sieht man das? Guck mal, hast du Vollbild bei dir, Radisch? Wie bitte? Ja, Hast du. Vollbild. Ja, man sieht's. Ja, man Ja, sieht's. reicht das oder soll ich noch größer ziehen? Ja, ein bisschen größer vielleicht noch, aber. Dann muss ich hier rüber. Also zum Sachen lesen ist es schwierig, aber das Video sieht man. Ja, ich. Also, gut. Ach ja, ich bin ja im Delay, warte. So, ach so, ich habe es schon mega Stimmt, das groß habe ich jetzt jetzt. vergessen. Das packe ich nach unten. So. Aber jetzt ist, glaube ich, super bei, also bei meinem Stand jetzt.
Verkauft Louis begattete Damen? Ja. Ne, nicht der Louis, der hieß anders. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Hieß der Louis? Wer der Junge hier, der Königin verkauft hat, oder welcher? Ja, der war ja letztes Mal da, aber heute. Ja, weiß nicht. So, jetzt muss ich aber erstmal das Video runterladen. Das habe ich noch gar nicht runtergeladen. Das ist noch auf der Kamera drauf. Das dauert also auch nochmal ein bisschen. Ne, der Stream ist nicht weg, Oberbub. Der ist wieder da. Man muss F5 drücken. Ja, F5. Aber mir erzählen, weißt du, wie der Speicher freigegeben wird. Ey, hier gibt's kein Beef. So, Cardreader. Also, ich hab das Mikro. Oder hab ich das schon runtergeladen? Ich weiß es nicht, ich muss mal kurz schauen. Wie lange geht der Stream noch? Weiß ich nicht. Solange. Ich denke mal, das Video bekomme ich bestimmt nicht fertig. Aber. Moment, ich habe kein Ende gesetzt. Ja, hier 24 Stunden Stream. Aha. Krieg ich auch von den Huni als Spende. Was du willst, ey, Alter. Was ein Zigeuner, ey. So, da ist das Video, aber wie habe ich das auch schon? Videos. Bienen. Ich habe es ja tatsächlich schon drauf. Ja, cool. Dann brauche ich das nämlich nicht runterladen. So, das heißt, ich muss jetzt hier importieren. Import. Und jetzt suche ich die Videos. Die sind unter BTV Log. Ach, das seht ihr gerade gar nicht. Aber egal. Nee, unwichtig. Import. Ja, das Schwarmvideo. So, hier ist jetzt das Video, das sind die ganzen Schnitte, die wir gemacht haben. Hier zum Beispiel, Cremchen mit dem Rohr in der Hand. Kann man jetzt auch anders verstehen. Bienenfarm, hi. Commander Marcel ist auch wieder dabei. So, jetzt muss ich das da unten wegmachen. Das ist ja dann, weil ich schon gedreht habe. Mir kurz 200 Kilo Rapshonig, glaube ich. Was denn? Ja, er fragt, wie viel du geerntet hast. Ja, momentan 200, ja. Aber da kommen noch ein paar Kilo drauf. So, jetzt muss ich die Dinger einzeln runterziehen. Wo fängt denn das an? Ich glaube hier. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Du bist so kühl, schreibt einer. So kühl? Ja, so kühl. Was heißt denn kühl? Ja, kühl halt. Kühl wie... Kein Plan. Wie ein kaltes Bier halt. Ach so, nicht kühl. Der meint cool. Der weiß nur nicht, wie man cool schreibt. Cool ist hier. Ach so, das ist lol. Ich dachte, das sei ein Ü, weil ich nur K und HL... Oh Gott. Cool. Ja, geerntet habe ich jetzt 200 Kilo, aber es kommen noch bestimmt 100 Kilo Raps dazu. Sag mal, meine Bienen wollen einfach nicht komplett warm zumachen. Ist egal. Die müssen nicht verdeckt sein. Wenn der offene Honig auch seine 70% hat, kannst du trotzdem schleudern. Das hat nichts mit der Verdeckung zu tun. Hausarrest. So, jetzt muss ich mal hören, mal gucken, wie man das hört. Warum machen die eigentlich die Waben überhaupt zu? Marvin, weißt du das? Das ist ja so eine Art Konservierung, dass halt keine Luftfeuchtigkeit mehr reinkommt. Ach so. Damit der nicht gärt. Er schreibt, nein, cool. Also es war, glaube ich, schon so gemeint, wie er es geschrieben hat. Ja, aber cool gibt's nicht das Wort. Was? Der Wind steht ja gut. Du hörst sogar, wenn die Schranke runtergeht gerade. Was nimmst du zum HDMI-Capturing? Ich überlege mir gerade die Maxwell XE-Book. Device holen. Ich nehme zum Capturen. Wie heißt das Ding nochmal? Elgato Capture HD. Aber das brauche ich ja gerade nicht. Ich bin ja nicht mit der PlayZ oder so online.
Ein Drittel verdeckelt, dann bist du auf der sicheren Seite. Das habe ich auch festgestellt. Ein Drittel waren meine ungefähr auch alle verdeckelt. Selten komplett, aber es gab es auch. So, warte. Ich bin gleich wieder da. So. Also, ja, da seht ihr mein Gesicht. Und ich muss jetzt erstmal hören, wo wir hier überhaupt einsteigen. Martha, liebe Freunde der sechseckigen Zelle, kleiner Schwarm-Vlog zwischendurch. Wir wurden gerade von dem Bauern angerufen, wo ich auch mit den Bienen im Rapsfeld stehe. Ja, er habe einen Schwarm. Also, da fange ich definitiv an. Das heißt, ich mache jetzt so einen kleinen Einstieg. Mal gucken. Martha, liebe... Jetzt muss ich mal schauen, wo. Martha. Ja, das ist gut. Also, hier kommt ein Cut. Der erste Tag kommt weg. Und dann ziehe ich mir da so ein Fading rein, damit das reinfadet, so wie ihr halt meine Anfänge kennt. Martha, liebe Freunde der sechseckigen Zelle, kleiner Schwarm-Vlog zwischendurch. Hört man den Ton? Ja, ne? Warte ich. Ja, ich hab grad. Also, ich bin ja im Delay. Ja, aber du müsstest eigentlich schon was hören. Wir wurden gerade von. Ja, ich Bauern angerufen. Okay. So, jetzt gucke ich hier diese lange Überlegpause, die mache ich zum Beispiel weg. Von ja, das dauert mir viel zu lange, das mache ich weg. Zack. Zack, raus damit. Zack. Und jetzt geht es schon viel schneller. Wir wurden gerade von dem Bauern angerufen, wo ich auch mit den Bienen im Rapsfeld stehe. Ja, er habe einen Schwarm. Ja, gut. Haben wir uns das Ganze mal angeguckt und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, wir sind hier an einem Bauernhof. Also hier, die schreiben alle, der Ton ist so gut zu hören. Ja, top. Also, ihr seid gerade live dabei, wie ich ein Video schneide. Und dieser Stream wird auch nicht online sein. Das heißt, ihr habt gerade absolutes Vorrecht vor dem Video, was irgendwann hoffentlich Sonntag oder so online gestellt wird. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, wir sind hier an einem Bauernhof. Ach, wisst ihr was? Ich mache mich einfach klein und mache das Video groß. Warum soll ich denn so groß sein? Ich sehe doch gerade eh nichts. So. Moment, das kommt ein runter. Ach nee, ist doch schon, ne? Nee. Die muss eine hoch hier. Quatsch. Die muss eine hoch. Reihenfolge nach oben. Reihenfolge nach oben. Reihenfolge nach oben. Reihenfolge nach oben. So. So ist doch viel besser. Ich bin doch eh hier erstmal. Zweitrangig. Das muss natürlich auch noch oben. So. Freunde, besser, oder? Also, weiter geht's. Quatsch. Ach. So. Spoiler-Alert, ja. Ich mag Kekse. Coole Kekse. Und mir wurde gesagt, dass eine Honigzelle erst voll ist, wenn sie verdeckelt ist. Nee. Ja, voll ist sie natürlich erst, wenn sie verdeckelt ist, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht trocken ist. Ich feiere deine Videos. Commander, jetzt übertreib mich. So sieht man richtig viel, steht hier. Also, das scheint schon gut zu sein. Ja, so lass ich es jetzt auch. So, jetzt geht's weiter. Erste, ja. Wir müssen morgen einen Webshop, nee, nicht morgen. Morgen nicht, Leute, Sonntag, Leute. Ich mache morgen das Video mit Aufbau von der Schleuder. Oh, Spoiler. Das Video. Und dann Sonntag holen wir. Ich fahre Sonntagmorgens zum. Oder sonntagsmittags nach Hürth, wegen. Wir haben da so ein Fest von der Arbeit. Mhm. Und dann nehme ich die Honigräume mit und dann so 4 Uhr oder sowas. Oder 5. Dort so, bestimmt. Für Sonntagmittag. Ja, Mittag ist ja okay, aber so ab 17 Uhr. Ja. Muss mal schauen. Ja, dann fahren wir morgen Abend schön bei Vatersuffe. Ja. Ja, mit Umi erstmal den Hund holen, ne? Ach, ist das morgen? Bist du noch Bescheid? 4.6. 8 Uhr? Ja, ja, 4.6. Also, ich will nicht mitkommen. Ja. Liegt an dir, brauchst du nicht unbedingt, aber... Roadtrip mit Omi. Roadtrip mit Omi, ey. Schön den Doku-Film, wie der Dackel abgeholt wird. Ja, ne, da drehe ich keinen Film rüber, das ist verrückt. Bist du irre mit Omi? Ja. Ist da hier eh noch ewig dran, oder? Heute? Ja. Ja, warum? Ja, meinst du, ich bin ein bisschen mein Frühjahr. Ja, weiß ich nicht, ich zocke ja gleich noch. Ja, kurz einmal von 0
Schwiegereltern? Ja, mach Videos. Ja. Hast du. Ja, das ist im Zimmer. Hast du leer gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, toll. Ja, die sind leer. Die sind aber auch leer. Da brauch ich gar nicht. Ja, nimmst du Handy. Ja. Ja. Akku. Ja. Bis gleich. Ja. Dunkel. Grüß dich. So, jetzt bin ich wieder ganz bei euch. Jetzt, Hallo Dunkel. Können wir starten. Tom Simons, bis dann. Also wie gesagt, den Einschnitt habe ich ja vorne schon weggemacht. Dem Bauern ansuchen, wo ich auch mit dem Bienen im Rapsfeld stehe. Ja, er habe einen Schwarm. Ja gut. Haben wir uns das Ganze mal angeguckt und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, wir sind ja an einem Bauernhof. Und Bauernhof? Ich glaube, die Szene mache ich jetzt zwischendurch. Also dieser Schwenk, den brauche ich nicht, der sieht panne aus. Also, wir sind hier an einem Bauernhof und hier angekommen stellte sich folgende Situation ein. Das mache ich auch weg, dieses lange Warten. Okay, da kann ich schneiden, da bewege ich die Kamera. Da oben, also hier ist die Hauswand. Ihr seht überall jetzt, wo ich die Kamera bewege, mache ich die Schnitte, damit das nachher ein flüssiges Bild ergibt. Zack, zack. Angekommen stellte sich folgende Situation ein. Da oben. Was noch mehr also Jump Cuts? Bitte? Was noch mehr Jump Cuts, wo du durchs Video springst? Das ist ja heute modern. Jump Cuts, was ist das denn? Springt man da durchs Video oder was? Nee, nee, ja, das filmst du dich einmal, dann bist du einmal links, dann wieder rechts, dann wieder links, rechts und. Ja, es geht ja nur mit Stativ. Ja, ja, was ist. Ja. Ach, das ist dämlich. War mir ein Witz. Der Teil, wo du den Himmel filmst, ist recht dunkel. Aufhellen? Nee, also so Aufhell-Sachen mache ich nicht. Ich meinst das hier bestimmt, ne? Sowas hier. Nee, das ist mir jetzt zu viel Aufwand, das aufzuhellen. Das ist ja auch nur ein ganz kurzer Moment gewesen. Und jetzt ab hier, geht's ja schon wieder. Folgende Situation ein. Da oben, also hier ist die Hauswand. Und da oben in dieses Loch fliegen die Damen rein und raus. Das sehe ich ja schon. Hier kommt nichts mehr, hier rede ich nicht. Also werde ich ja wieder die Kamera bewegen. So, machen wir hier weiter. Zack, weg damit. In dieses Loch fliegen die Damen rein und raus. Von der Seite sieht das also so aus. Mal gucken, ob ich euch mal auch da dran halten kann, damit ihr auch mal reinkommt. Ein paar Special Effects vielleicht noch. Sieht man da was? Kann man was sehen? Sieht man da was? So. Na, viel kommt man nicht sehen, ne? Klappt das? Sieht man da was? Kann man was sehen? Den Bereich könnte ich jetzt aufhellen, aber. Na, ja, man sieht ein bisschen. Ach was, der Schwarm war einfach in dem Loch da drin. Der war in dem Rohr drin. Du wirst gleich sehen, das ist ein Heizungsrohr. Ich wurde bescheuert dabei. Siehst du gleich. Alter, live gesehen, dabei, welch eine Ehre, nicht. Marvin. Bitte? Welch eine Ehre, live dabei. Ja. Ja, das ist ein kleines Abo-Special. Kleines Live-Stream-Special für alle, die dabei sind. Wie viel sind denn kleines 6976 Abo-Special. Ja, ich kurz davor der 7000. Ja, ich ziehe zieh gerade mein 7000 Special vor und zwar mache ich jetzt mit euch das Video. 61 Zuschauer ist doch top. So, achso, weiter geht's. Ne? Ja. Ob ihr jetzt was sehen konntet, weiß ich nicht. Deswegen zeige ich euch mal das Foto, was wir gerade noch geschossen haben, damit wir uns auch mal selbst die Situation angucken konnten. Das kommt weg. Können wir was sehen? Ob ihr jetzt was sehen konntet, weiß ich nicht. Deswegen zeige ich euch mal das Foto, was wir gerade noch geschossen haben, damit wir uns auch mal selbst die Situation angucken konnten. Moment, ich muss noch was verändern. Hier ist ja kein Laber-Livestream mehr in dem Sinne, sondern Live-Schnitt. So, Live-Schnitt eines Videos. Und nochmal zur Info, diesen Stream, der jetzt gerade läuft, der eben, die anderthalb Stunden oder die fast zwei Stunden, die werden online gestellt, aber dieser Stream, der jetzt läuft, der wird nicht online gestellt. Der ist jetzt extra nur für die Leute, die da sind. Ein Goodie, sozusagen. Let's dance.
Nutella ist out, Honig muss drauf. Sauber, dunkel. Ja. Wo ist der Bauernhof? Auf dem Grimmbruch. Der Bauernhof, der ist ja in Sinnstädten, also ist schon in der Nähe von Grimmbruch, aber. Nee, Warnikum. Warnikum. Also auf jeden Fall. Nee. Doch. Warnikum. Also ungefähr 3 Kilometer oder 4 Kilometer oder 5 Kilometer von der von Grimmbruch weg. Also weiter. Damit wir uns auch mal selbst die Situation angucken konnten. Da kommt nichts. Da halte ich bestimmt jetzt das Handy hin. Was hast du? Geil. Ja, du musst ja gleich mal sehen, wie ich auf Crema die Kamera halte. Ich habe gerade entdeckt, dass sich das Schwärmchen. Warte, jetzt nochmal. Das Schwärmchen hat sich aus. Nee, nochmal von vorne. Komplett. Jetzt. Ich habe gerade entdeckt. Okay. Warte, dann mache ich eine lustige Szene drauf. Was hast du? Was hast du? Das kommt weg. Ob ihr jetzt was sehen konntet, weiß ich nicht. Angucken konnten. Okay. Moment. Ich hab gerade entdeckt. Du nimmst Audio und Video gleichzeitig auf immer, oder? Du machst hier keine getrennten Spuren oder nee, so? Nee, ich mache immer getrennte Spuren, nur jetzt, ich habe so. Mein Mikrofon an. Jetzt ist in diesem Fall bei diesem Vlog, habe ich halt nur die Kamera in der Hand. Ach so. Ich hätte mir jetzt auch noch ein Mikro anstecken können, aber das ist mal so auf dezent, auf amateurhaft. Das ist ja auch nur so, wenn ich irgendwie was Lustiges finde in dem Moment und die Kamera dabei habe, dann mache ich halt so ein Vlog. Deswegen. Ach so. Beste Szene mit Cremchen. Und konnten. Ich habe gerade entdeckt, dass sich das Schwärmchen so ein bisschen verflogen hat. Da ist wohl noch so ein bisschen Luft. Der halbe Schwarm sitzt nämlich hier hinter den Glasbausteinen auf der Fensterbank. Okay. Glasbausteine auf der Fensterbank. Cut. Gut, das macht. Glasbausteine auf der Fensterbank. Gut, das macht die Sache wesentlich einfacher. Hier mal das Foto, was ich gemacht habe. Da konnte man sehen, oh, das Ding hängt ja in einem Rohr drin. Kurz also den Schlüssel von der Bude besorgt und jetzt zeige ich euch den ganzen Kram mal von innen. Fensterbank. Gut, das macht die Sache wesentlich einfacher. Hier mal das Foto, was ich gemacht habe. Da konnte man sehen, oh, das Ding hängt ja in einem Rohr drin. Kurz also den Schlüssel von der Bude besorgt und jetzt zeige ich euch den ganzen Kram mal also von wie innen. Also wie du den da rausgekriegt hast, das wundert mich jetzt wirklich, ey. Ja. Da würde ich mich wundern noch. Ein Staubsauger oder was? Ach, bist du verrückt? Ja, warte, wir kommen ja gleich an. Das dauert zwar noch ein bisschen. Aber der halbe Schwarm sitzt also auf der Fensterbank. Ja, der halbe Schwarm sitzt auf der Fensterbank, aber war schon tot. Und jetzt zeige ich euch den ganzen Kram mal von innen. Der halbe Schwarm sitzt also auf der Fensterbank. Wie weit kann so ein Schwarm eigentlich fliegen? Oh, wei, oh, wei. Das Panne aus. Ja, die fliegen eigentlich nicht so weit. Die fliegen erstmal irgendwo hin, setzen sich da nieder und dann fliegen die Spurbienen aus, um erstmal eine Behausung zu finden. Und dann fliegen die dahin. Aber die haben getankt für boah, schon ein paar Kilometer. Die hauen sich ja komplett voll. Ja, das hat eben schon so komisch. Weil die sind aber dude. Nee, nicht alle. Die sind aber dude. Nicht. Aber die sind aber du. Nee, nicht alle. Ja, aber die kriegst du ja nicht mehr weggefegt. Die bewegen sich nur, die fressen die anderen auf. Mann, Marcelle, was ist denn los mit dir? 1000 Kilometer Umkreis, nicht ganz. Ja, der schreibt ja jetzt extra so. Aber das würde mehr Sinn machen, wenn der wieder normal schreiben würde, weil da kann ja keiner mehr lesen. Wer ist das, der da spricht? Das Cremchen. Mein Kollege, der schon auch mich von Anfang an mir die ganze Zeit hilft. Ich denke, das Vorschaubild des Videos für YouTube haben wir schon gefunden. Bist du verrückt? Das sieht ja schlimm aus. Aber hat was. Geil. Ja. Ja, das hat eben schon so. Oh
Achso, das zeige ich nicht, das ist ja Quatsch. Fress die anderen auf, das sind die. Das ist auch Quatsch. Ordentlich was abgegangen, hier von innen die Glasbausteine, da liegen Bienen, aber. Ja, das passt hier. Guck mal, Tabak in den Smoker, nicht selber rauchen. Fress die anderen auf, da sind jede Menge Kollegen noch. Also hier. Yes. Geil. Also hier ist ordentlich was abgegangen, hier von innen. Okay. So auf der Fensterbank. Also hier ist ordentlich was abgegangen, hier von innen. Gott, die Glasbausteine, da liegen Bienen, aber die sind beinahe mausetot schon. Vielleicht war auch gerade so ein Smoker, das war auch nicht so schlau. Okay, du kommst drauf an. Ich würde das ja mal testen, sind dann die Bienen auch bekifft eigentlich? Ja, ist eine coole Lampe, das ist meine Tetris-Lampe. Die ist doch schon bei jedem Livestream. Das ist meine Lampe, mein Signal. Wenn die an ist, dann ist der Livestream an. Ich habe immer noch keinen Reflink. Dunkel, mach mir mal einen Reflink. Amazon Tetris-Lampe. Ja. Ich brauche aber einen Reflink davon. Dann habe ich ja wenigstens gefunden. Gegangen hier von innen, die Glas. Ich schreibe hier nur was hin. Schwarm einfangen, damit jeder weiß, was Phase ist. Zack. Nicht was abgegangen. Hier von innen die Glasbausteine, da liegen Bienen, aber die sind beinahe mausetot schon. Irgendwie hat das mit dem Einnisten. Hat das. Ja, der Nuckel hat es erkannt, du hättest sicher schon 100 Euro damit verdient. Ja, mach doch mal, mach mir das mal. Ich weiß nicht, wo das geht. Geht der Geld durch die Lappen, Marvin? Geld? Ja, schlimm, ne? Das sagst du mir als Schweizer sogar. Mit dem Einnisten. Schon. Ja, gerade ich. Bei den Reichen lernt man sparen, Marvin. Ich bezweifle, dass sie das THC aufnehmen können. Irgendwo gibt es da einen Typen, der Cannabis-Honig. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gehört. Ja, aber in den Blüten ist ja dann kein. Also, irgendwie, man kann ja auch Hanföl oder so. Das gibt's ja auch. Ich glaube, da ist ja kein THC drin oder so. Ich weiß aber nicht. Martin, ach, kein Plan. Das habe ich ja vor. Nur ich steige noch nicht hinter die Sache von Amazon, wie das mit diesen Links geht. Das möchte ich ja gerne machen. Aber irgendwie kam ich da bis jetzt auch noch nicht zu. Mause tot schon. Irgendwie hat das mit dem Einnisten von dem Schwarm. Da seht ihr, ich mache viele Cuts hier. Aber das habe ich ja während des Drehs dann schon so betrachtet. Einnisten von dem Schwarm nicht so ganz geklappt. Oh, das hat aber auch nicht geklappt. Was war das denn gerade für ein Ding? Schwarm. Ja. Schwarm. Ja, das ist ja Marvin in person, ey. Ich habe wieder gelabert und dabei die Kamera geschwenkt. Da passiert sowas. Schwarm. Normal muss ich mich daran erinnern, das vorher zu reden und dann die Kamera zu schwenken. Von dem Schwarm nicht so ganz geklappt. Das ist natürlich Panne. Schwarm. Ja, Mai. Ja, das, ich bin diesbezüglich Perfektionist. Das regt mich gerade auf. Ja, da kann ich wenigstens noch einen kleinen Tick rausschneiden. Das ist echt so. Das muss weg. Listen von dem Schwarm nicht so ganz geklappt. Ist das ärgerlich? Ganz geklappt. Hier, Blubberbub schreibt, frag doch mal den Ralf, wie das so ganz mit dem Amazon-Link. Nicht so ganz. Ja, mach ich noch. Das kann nicht so schwer sein. Ich weiß nicht, ob man so eine Partnerschaft dann richtig eingehen muss und eine Firma angeben muss oder irgendwie so eine Website, ob man das Website angeben muss. Das hat mich gewundert. Komana, du kannst ja gerne gehen, wenn es langweilig ist. Das wollte ich auch gerade sagen. Dich hält keiner hier. Tonspur extrahieren und entsprechend verschieben. Oh, das wäre natürlich eine Idee. Das stimmt. Von dem Schwarm. Martin, das war gar nicht so dumm. Du hast recht. Von dem Schwarm. Doch, Commander, jetzt wird's aber langsam frech hier. Ach komm, ich schmeiß ihn einfach raus.
Im Einnisten von dem. Hast du die jetzt gebannt oder einfach gekickt? Nee, vorübergehend gesperrt. Ach so. Im Einnisten von dem Schwarm. Das klappt doch schon ganz gut. Nisten von dem Schwarm. Guck mal, Martin, danke dir. Das war eine gute Idee. User entered your channel. Der Dunkel, du musst dich anmachen. Mit dem Einnisten von dem Schwarm. Dann bist du wieder hell. Ne, der war nicht gut. Tut mir leid. Der war echt nicht gut. Nisten von dem Schwarm. Nicht so. Boah, jetzt muss ich das mal hinkriegen. Mit dem Ein. TeamSpeak. Was ist los? Ach so. Ja, da, ja, okay. Ja, guck ich mir nachher mal an. Nisten von dem Schwarm. Nicht so ganz. Im Einnisten von dem Schwarm nicht so ganz geklappt. Mr. User 1011 sagt, coole Idee hier mit dem Live-Schnitt. Da kann ich die Szene aber auch wegmachen, hier dieser. Finde ich auch sinnlos. Ach, scheiße. Ey, muss ich so lassen, egal, bleibt jetzt so. Irgendwie hat das mit dem Einnisten von dem Schwarm nicht so ganz geklappt. Ah, es geht doch klar. Danke nochmal, Martin, war eine super Idee. Da kann man noch. Wie heißt das Programm, mit dem du schneidest? Pinnacle Studio 19. Hier oben steht's nicht. Naja, ich schreib's mal in den Chat. Kostet, glaube ich, irgendwie ein paar 90 Euro, aber lohnt sich echt. Was ist so günstig? Ja. MS User, hallo zusammen, was ist denn das heute? Live-Stream eines Videos? Ja, aber nur besonders für die, die jetzt dabei sind. Der Livestream, der eigentlich gerade eben lief, seit 6 Uhr ist vorbei. Das sind so 2 Stunden gewesen. Das wird auch online gestellt. Und was jetzt gerade noch alles passiert, dieser Live-Schnitt eines Videos, der ist jetzt nur für die Leute, die online sind. Und der wird nicht online gestellt. Das ist halt so ein Special-Gimmick. Gerade habe ich mir gedacht, an euch. Das mit dem Einnisten und dem Schwarm nicht so ganz geklappt. Da kann man auf jeden Fall nichts mehr machen. Von innen. Von innen. Also von innen sieht. Das lasse ich, glaube ich, drin, das war lustig. Von innen. Ja, das lasse ich drin. Das hat da was. Von innen. Auf jeden Fall nichts mehr machen. Von innen. Jetzt fange ich wieder neu an. Von innen. Also von innen sieht die Situation so aus, das hier ist. Ist irgendwie so ein. Jetzt die Kamera unscharf. Weiß doch im Nachhinein keiner mehr, wann du gesprochen hast und wann du geschwenkt hast. Das ist das Privileg eines Künstlers wie dir. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, das zu trennen. Deswegen, dafür habe ich mich bedankt. Marvin immer wieder innovativ für seine Zuschauer. Ja, ich muss ja hier ein bisschen. Marvin würde aber auch jetzt gerne eine Runde Rocket League fliegen. Alter, ey, du Suchti. Boah, aber echt schlimm. So bin ich aber. Jetzt wird ja erstmal noch ein bisschen gestreamt hier. Die Leute haben ja noch Fragen. Ja, wir haben ja erst 10 vor 9, ich bin ja noch da. Wir haben noch 65 Zuschauer, so alles tut die. Ja, heute können wir locker bis 3 Uhr durchmachen, ach nee. Ja, sicher, ich fahre auch morgen nach 5 Stunden Schlaf mit Omi erst. Ach so, ja, ja, am 4.6. 4.6. um 8 Uhr bei Omi. So, weiter geht's. Also von innen sieht die Situation so aus, das hier ist irgendwie so ein. Jetzt habe ich gemerkt, dass die Kamera da plötzlich unscharf war. Ich sage, also von innen sieht. Muss ich wieder neu aufmachen. Also von innen sieht die Situation so aus, das hier ist irgendwie so ein. Jetzt. Jetzt unscharf. Okay, das kommt natürlich dann weg, leider. Wäre sonst cool. Also von innen sieht die Situation. Von innen sieht die Situation. Das also vergessen. Aber da sieht man, was für ein Aufwand hinter diesem Schnitt steckt. Der Schnitt ist echt das Schlimmste an dem ganzen Video. Das Drehen ist kein Thema, nur das Schneiden, das nimmt so viel Zeit mit. Aber da kann man auf jeden Fall nichts mehr machen. Von innen. Also von innen sieht die Situation so aus. Das hier ist irgendwie so eine Art Heizung. Ja, oder viele sowas. YouTuber größer haben da wahrscheinlich auch Leute, die das für die machen. So denke ich mal, weil das wirklich professionell ist wahrscheinlich. Da gibt es ja einen Job für. Ja. Kannst du ja arbeiten als Cutter. Marcel, was ist los mit dir? Das hat doch funktioniert.
Mir hat auch einer eben geschrieben oder mich gefragt, wie er denn chatten könnte. Ist das denn so schwierig, das zu finden? Er hat, glaube ich, unter das Video geschrieben, wie man chatten könnte. Vielleicht hat er den Chat ausgeblendet. Dann einfach rechts neben den empfohlenen Videos Chat anzeigen. Und da kannst du dann schreiben unten. So. Einfach unter der letzten Nachricht immer, wo das Smiley-Icon ist, links davon. Okay. Einfach nichts mehr machen. Und ich weiß nicht, wie ich es besser erklären sollte. Naja, reicht. Ich glaube, der ist eh nicht mehr da. Ich weiß es nicht. Von innen, also von innen sieht die Situation so aus. Das ist irgendwie so eine Art Heizung oder sowas. Und in diesem Heizungsrohr da oben, da ist das Rohr, da sieht man es. Befindet sich jetzt unser Schwarm. Das ist also das Heizungsrohr. Sind die eigentlich dann friedlich, wenn die geschwärmt sind, oder sind die schon eher auf Verteidigungsmodus? Ne, Schwärme sind so in Panik, die haben alles andere oder Besseres zu tun, als dich in dem Moment zu stechen. Es kann passieren, wenn eine quetscht, dass die dich sticht, aber Schwärme sind ein Ausnahmezustand für Völker. Aber das war ja noch nicht mal ein Schwarm. Der Schwarm hatte da schon übelstes Brutfeld und Honigang, aber seht ihr ja gleich. Und in diesem Heizungsrohr da oben. Wir haben vermutet, es war ein Schwarm. Ja, Pustekuchen. Und in diesem Heizungsrohr da oben befindet sich jetzt unser Schwarm. Das ist also das Heizungsrohr, wo man von draußen gerade reingucken konnte. Und das versuchen wir jetzt zu lösen. Lösen. Schon wieder eine Dreh im Reden. Ah. Und danach dann irgendwie. Was steht da für Grimassen? War die falsche Taste. Boah, Respekt dafür schneiden, mir wäre das jetzt schon zu blöd. Ja, es macht aber irgendwo Spaß, aber es ist schon die meiste Arbeit, die dahinter steckt. Luis Jungimkerei, Moje, ich habe auf deine E-Mail gewartet. Ich brauche eine Königin. Sinlera gibt es wohl nicht für Windows, das ist ein Open-Source-Schnittprogramm. Was ist das anders? Was bringt mir das mehr als das hier? Und das versuchen wir jetzt zu lösen und danach dann irgendwie den Schwarm in eine Beute zu schlagen. Ja, hier Martin, was benutzt du denn? Benutzt du macOS oder? Eine Beute zu schlagen. Linux. Schauen, das funktioniert. Wahrscheinlich macOS oder OS X. Für Verpflegung zwischendurch. Geil, das Bier. Schauen, das funktioniert. Für Verpflegung zwischendurch ist auf jeden Fall gesorgt. Zwischendurch ist auf jeden Fall gesorgt. So, wie ist der Plan? Wie er immer guckt. Er ist noch ein bisschen kamerascheu. So, wie ist der Plan? Louis sagt, habe genug Königin. Kam die E-Mail nicht an? Nee, die kam nicht an. Schreib einfach mal ein Info. Android ist geil. Was? Ja. Ne. Doch. Also das iPhone ist einfach Bombe. Ich habe noch kein Android-Gerät gefunden, das die leichte Bedienbarkeit eines iPhones widerspiegelt. Klar, HTC 10. Ach was. Klar. Kackteil. Quatsch. So, ich muss weiter schneiden. Ja, ja. Hä? Wo kommt das jetzt hierher? So, wie ist der Plan? Ey, was ist denn jetzt hier los? Was ist Phase hier? Wo kommt denn der Videoschnipsel her? Was ist denn da? So, wie ist der Plan? Hä? Cremchen ist. Ah, okay. Gut, das ja, sein. Ja, King B, also so ein Apple-Fanboy bin ich jetzt auch nicht. Also hier mal runterfahren. Begattete, unbegattete, gezeichnet, ungezeichnet, wie du willst. 10 Euro unbegattet, begattet, Königin Zucker 20 bis 30. Das ist ein guter Preis. 30 für begattetes Standard. Standbegattet. In der Schweiz 3000. Ach, 3000. Nee, aber die sind schon übel teuer. Ja, war mir klar. Das funktioniert. Für Verpflegung zwischendurch ist auf jeden Fall gesorgt. So, wie ist der Plan? Meine Idee wäre, das hier unten zuerst zu lösen, weil die oben sitzen. Dann tapen wir das erstmal zu. Unten. Ja. Dann ziehen wir das aus der Wand raus, tapen oben zu, gehen damit raus und schütten die dann draußen in die Beute. So, habt ihr kapiert, ne? Die Idee war doch gar nicht so schlecht. Also du willst jetzt hier unten lösen? Da wieder der Schwenk, was ist denn los mit mir? Also du willst jetzt hier unten lösen? Schütten die
die dann draußen in die Beute. Also du willst jetzt hier unten lösen, rausziehen? Ja. Zutapen? Genau. Dann da oben rausziehen? Dann ziehen wir das aus der Wand raus, zutapen, dann gehen wir aus der Halle raus und dann schütten wir die in die Beute. Hört sich gut an. Was weg? Ja. Cremchen ist. Hört sich gut an. Cremchen ist. Was weg? Ja. Cremchen ist. Cremchen ist nochmal voll in Schaden. Das kommt weg. Na, falsch. Cremchen ist. Sieht jetzt da unten. Das weg. Cremchen ist. Cremchen ist nochmal voll in Schale und zieht jetzt da unten das Rohr raus. Mach schon mal, tüttel schon mal Klebeband ab. Tütteln. Und versuch dann. Bin gleich wieder da. Tüdeln. Und versuch dann. Genau, HTC 10. Ich habe zwar noch das M7, glaube ich, aber das 10er will ich mir jetzt bald holen. Das finde ich richtig gut. Habe aus meinem Zanderfolg bereits 30 Kilo geerntet bei einem Schleudern. Viel oder nicht viel? Aus einem einzigen Volk 30 Kilo ist zurzeit sehr viel. Das ist ein sehr guter Wert. Bin gerade am Ernten und ziehe mir dabei den Stream rein. BTV, beste Streams. Danke dir. Habe ich den Livestream verpasst? Schuljung. Ja, hast du. Läuft aber noch. Schäm dich. Und versuch dann. Geil. Das gehört auch da. Blubberwub, nein, ich finde Objective-C nicht toll. Ich programmiere, wenn ich iPhone-Apps mache, mit Xamarin Studio. Und versuch dann. Also in Visual Studio. Tut mir leid, ein bisschen Informatik, Nerd Talk. Versuch dann. Ist HTC 10 wirklich so gut, Marvin? Ja, von der Performance her Bombe. Aber wenn einmal Apple, immer Apple. Wenn du Apple-Fan bist, dann lässt du dich von anderen Sachen nicht überzeugen. So ist es bei mir auch. Nee. Ich hasse Apple wie die Pest. Und ich finde die Idee des iMac, das ist genial. Aber ich hasse Apple, somit kann ich mich damit auch nicht anfreunden. Ja, aber weißt du, man muss ja nicht nur schwarz-weiß denken. Doch, da diesbezüglich schon. Ich habe mich noch nie mit Apple anvertraut, weil dieses Verheiraten mit diesem Konzern, wenn du konntest nicht USB damals benutzen, du konntest nicht Musik drauf machen, dieses iTunes, das hat mich... Ach so, früher, ja gut, aber jetzt geht das ja mittlerweile. Ja, aber das hat mich früher so genervt und seitdem habe ich halt eine Aversion gegen Apple, keine Ahnung warum. Ja gut, du siehst das ja auch von einem ganz anderen Standpunkt als ich. Mir geht es ja mehr um die verschiedenen Entwicklungsplattformen als wirklich jetzt um die Marke an sich halt. Also die Marke ist mir egal. Martin, die Idee ist auch wieder gut. Das ändere ich direkt mal. B-Facts ist ja schon gar nicht mehr. Klingt irgendwie ein Pornotitel. Schwarm aus Ofenrohr fangen. So, Änderung gespeichert. Bitte, was? Ich hab grad den Titel geändert. Ja, der Martin, der ist heute Gold wert. Schwarm aus Ofenrohr fangen. Du hast bei Apple viel mehr Apps im Store als bei Android. Ja, welche Apps willst du denn mehr haben? Das stimmt. Ja, klar, das stimmt. Aber die ist auch aber, mehr Geld. Aber die du mehr hast, die sind so unbekannt, dass man die fast gar nicht braucht. Weil die bekannten, die guten Apps, die gibt es auch bei Android. Das stimmt, ja. Kann man so sagen. Der Schuljunge ist da, du bist ein bisschen spät, Kollege. Dann. Ja, also das muss ja natürlich mit rein. Was macht er? Macht er. Und? Was hörst du? Ist gut.
Und, was hörst du? Ich kann mich auch täuschen, aber ich... Und, was hörst du? Ich kann mich auch täuschen, aber ich meine, dass sogar hier unten welche summen, dass die bis in die Heizung rein sind. Achtung. Bis in die Heizung rein sind. Achtung. Boah, Schornsteinfeger. Schornsteinfegerbienen. Alter. Bienen. Alter. Also mit dem Rohr hier, das war ein guter Plan. Ach, sie hatten sich da schon wirklich eingenistet, richtig. Also das war nicht nur hier. Wer weiß, wie lange die da schon rein und rausgeflogen sind. Ach, krass. Nee, Luis, ich habe deine Mail nicht bekommen. Wenn du an info@btv84 geschrieben hast, habe ich die nicht bekommen. Ich gucke gerade nochmal. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das her ist. Das war doch am 22. oder 23. Nee. Nies. Nies bekommen. Alter. Also... Ah, schon wieder B gedrückt. Verdammt. Sieht doch unverteilt aus, das Bild. Alter! Also. Ein Heger Bienen. Also mit. Das war ein bisschen zu kurz für Bienen. Das heißt, da habe ich das End verschluckt. Das muss ich jetzt wieder reinziehen. Steinfeger Bienen. Bienen. Da war das N. Das habe ich gesucht. So. Steinfeger Bienen. Also mit dem Rohr hier, das war ein guter Plan. Aber hast, guck mal, ob da ein Hammer liegt. Ein Hammer liegt. Guck mal, ob da ein Hammer liegt. Gute Rheinländer Akzent. Für den ersten Test haben wir gerade mal die... Hammer liegen. Für den ersten Test haben wir gerade mal die Revisionsluke geöffnet. Mach mal ganz leicht. Wir vermuten nämlich. Ach du Schande. Das ganze Rohr ist rappel voller Bienen. Habt ihr gesehen? Das ganze Rohr ist rappel voller Bienen. Vermuten nämlich. Ach du Schande. Jetzt kann ich hier wegmachen. Du Schande. Nico Player Hebel, voll interessant. Ja, es macht auch irgendwie Spaß, aber es ist halt viel Arbeit. Ach du Schande. Das ganze ganz Rohr schön aufwendig, so ein Cut. Naja, da hast du recht, na sowas. So. Also. Ja, deswegen seht ihr mal, was dahinter steckt. Das fragen immer alle so, wann kommt das nächste Video, wann hast du Zeit für das, wann hast du Zeit für das. Aber was da jetzt letztendlich mal dahinter steckt, das weiß ja keiner. Deswegen versuche ich das gerade mal. Okay, Klappe bei aus. Mal ein bisschen darzustellen, aber es kommt ja schon ganz gut rüber. Ach du Schande, das ganze Rohr ist rappel voller Bienen. Und das ist jetzt nur mit einer Kamera. Normal habe ich noch Ton dabei, also eine Kamera, den Ton dabei und dann noch die zweite Kamera. Und dann das ein bisschen so... Ich kann euch mal kurz ein Video zeigen, wie das normal aussieht. Das speichere ich jetzt mal. Film speichern als Bienen, BTV-Log, Schwarm aus Ofen. So, jetzt zeige ich einfach mal Teil 57, glaube ich, war das. Öffnen. Quatsch. Also hier das letzte Video, ne, mit dem. Ja, 57. So. So sieht Teil 57 zum Beispiel aus. Da, das unten ist die Tonspur. Das da drüber ist die erste Kameraspur. Und hier zwischendurch sind. Zeige ich mit dem Zeigefinger drauf. Sind die ganzen, hier, die ganzen GoPro-Aufnahmen hier, die von der zweiten Kamera hier. Flop. Flop, 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 flop. So, das
macht noch mehr Arbeit. Und die kommen hier ruckzuck vollgelagert. Ja, das heißt, Mikrofon ist natürlich, mit Mikrofon ist natürlich ein wesentlich besserer Sound, merke ich gerade, aber. Kilo egal. Pro Tag gehen hier dann rein, wenn die sich richtig anstrengen. Oder auch noch mehr. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Aber da wird dann richtig viel eingelagert. Und bevor dann auf einmal morgen oder Freitagabend der Raum voll ist und die. Ach, hier habe ich das mit der Spritzkontrolle gezeigt, oder? Nee. Okay. Ja, das macht schon Aufwand, aber es macht Spaß. So viel von meinen Honigräumen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Piu. So, also wieder zurück zum Ofenrohr. Zack. Sabine. Achso, ich muss ja hier wieder. Große Marken, das kann ich auch kleiner machen. Hier, dann wird das Video noch größer. So. Das reicht mir hier unten. Lawinen. So, noch lang. So, noch lang. Voller Bienen. So, nach langer Recherche befindet sich das voll komplett von hier. Voller Bienen. So, nach langer Recherche befindet sich das voll komplett von hier bis da. Apropos oben. Marvin, 7000 Abo Special, Honigverlosung, schreibt Dunkel. Ja, hatte eben doch einer schon geschrieben. Ich wollte sowieso den Balkonhonig, den werde ich wahrscheinlich, oder 10 Kilo davon oder sowas, werde ich bestimmt auch aus einer Verlosung rauskloppen. Kannst mir ein Glas mal runterschicken hier? Ja, auf jeden Fall, kann ich machen. Aber die Verlosung wird auch über Twitch laufen. Wahrscheinlich über Twitch, also über ProManiac84, weil man da die Funktion hat einer Verlosung. Die kenne ich sonst noch nirgendwo. Mal schauen, weiß ich aber noch nicht. Aber mehr dazu erst, wenn es soweit ist. Du Schande. Das ganze Rohr ist rappelvoller Bienen. So, nach langer Recherche befindet sich das voll komplett von hier bis da. Ich geh dann auch mal ein Glas hoch, wenn ich Bienen habe. Freue mich schon drauf. Ja. Oben. Du hast es geschafft, du hast mich angefixt, ey. Wunderbar. Bis da oben, in den Bogen. In den Bogen. Und noch in den Bogen. In den Bogen. In den Bogen. In den Bogen. Lass ich da drin? Lass ich Klämchen drin? Ja, ne. Hat was. Das bleibt da auch drin, das ist auch witzig. Ah, was hab ich jetzt wieder gemacht? Wieder falsche Taste gedrückt. Wo waren wir? Ach, da sind wir erst beim Bier. Ey, wo sind wir denn hier? Da. Da ist das L. In den Bogen. In den Bogen und noch weiter davor. Das ist locker ein 120er, 130er Rohr. Also das muss ein Trümmer von Volk sein. Jo. Das ist locker ein 100. Das kann weg. Das ist locker ein 120er, 130er Rohr. Also das muss ein Trümmer von Volk sein. Wir hoffen nicht, dass die jetzt auch noch in diesem Ofen drin sind. Dann haben wir ein Problem. Ofen drin sind, dann haben wir ein Problem. Ich geh vorne mit der Maske Zeit holen und stopfe nach. Ja, das war eine richtig geile Garage, so alte E30 drin und so. Mhm. Aber. Sind, dann haben wir ein Problem. Aber wir wären ja keine Hardcore-Schwarmfänger. Ja, komm, hören wir mal auf, hier den Chat mit Informatik voll zu spammen. Das wollen die Leute nicht sehen, glaube ich. Hier ging ja gerade voll die Diskussion los. Ja, ich gucke guck nebenbei darüber. Aber ich habe da keinen Plan von, deswegen habe ich auch gar nichts dazu gesagt. Hey, du solltest irgendwas, das ist das Beste, tu einfach sowas, würdest du es verstehen. Ich habe mir am 2.1. alle Videos von mir reingezogen und dann aber erstmal bis heute bei jemandem aus dem Verein mitgearbeitet. Heute gab es dann zwei Ableger. Ja, dann hast du ja der
der Weg, den du gemacht hast, der war ja perfekt. Wenn du danach noch einen Imker hast, bei dem du über die Schulter gucken kannst, das ist ja noch besser. Problem. Aber wir werden ja keine Hardcore-Schwarmfänger, wenn wir Martin, jetzt schon... sauber. Ich bin nächstes Jahr dran. Ja, ich bin gespannt. Hardcore-Schwarmfänger. Schwarmfänger, wenn wir jetzt nicht schon eine Idee hätten. Der Plan ist jetzt wie folgt. Das kann ich auch wegmachen. Hätten. Oh, die habe ich More Than Honey. Hast du es jetzt eigentlich angeguckt, Martin? Nee, Marvin. Noch mein Gott. Ruhig mir erst, ist super. Wenn du nicht mehr Martin sagst. Ja, viel Spaß. Wenn wir eine Idee hätten. Der Plan ist jetzt. Nee, jetzt lass ich stopp drin. Das ist scheiße, der Sprung. Idee hätten. Also die Doku ist super, habe ich mir gerade letztens wieder angeguckt, ey. Super. Ja, ich gucke mir den auf jeden Fall auch noch an. So ist es nicht. Schon eine Idee hätten. Der Plan ist jetzt wie folgt. Wie folgt? Ja, wie ist der Plan? Na, jetzt seid ihr gespannt. Zwar stopfen wir da jetzt erstmal komplett voller Zeitung, alles in das Rohr, damit wir schon mal eine Seite. Die ganzen Pausen kann ich hier aber wegmachen, weil ich das Bild eh nicht. Zeitung, kann. Alles. Weg! Weg! Fett voller Zeitung, alles in das Rohr, damit wir schon mal eine Seite von der Öffnung. Ja, die kann ich ja erst recht wegmachen. Von der Öffnung verschlossen haben. Verschlossen haben, so. Das waren hier alle, die habe ich schon verarbeitet, okay. Da, 3 Minuten 30 schon. Wird ein bisschen, ist auch noch nicht mal Action. So. Flossen haben. Verschlossen haben. Marvin, warst du eigentlich mal in der Schweiz? Mm-mm. Hab ich dich noch nie gefragt. Nur durchgefahren. Ja, kannst mich ja mal besuchen kommen, wenn du wieder mal durchfährst. Ja, klar. Können wir mal eins trinken gehen? Schön eins saufen? Nee, ein bisschen was trinken. Hier in der Schweiz, da säuft man nicht. Da ist man noch anständig. Das waren erst 3 Minuten. Ja, das waren jetzt genau 3,5 Minuten. Hier. Boah, krass. Das haben wir bisher geschnitten hier. Bis hier sind 3 Minuten 36. Das wird bestimmt 12 Minuten, 14 Minuten lang, das Video. Ah, das ist eine gute Idee, lass doch mal ungeschnitten laufen, damit man das vergleichen kann, vorher, nachher. Ja, aber es geht dann ja, zu das lange, geht oder? Nicht. Das wollte gerade sagen, das geht ja bis zu einer Stunde dann. Öffnung verschlossen haben. Das war einer zu lange hier, der kann ruhig kürzer. Das reicht. Sonst wird es langweilig. Verschlossen haben. Ja, besser. Mhm. Geile Aufnahme. Do.
hätte den Videotitel lieber aus dem Rohr rein in die Kiste nennen sollen. Das wäre das ja. Raus das Rohr rein in die Kiste. Ja, raus aus dem Rohr. Geil. Nicht super. So, das reicht aber jetzt auch. Jetzt weiß man Bescheid, was Sache ist. Mr. Lauch, dauert nicht mehr lang. Satzzeichen sind sinnvoll. Nee, sehe ich nicht dunkel. Ich habe gestern, glaube ich, auf Level 25 gelevelt oder so. Gestern bin ich richtig lang geflogen noch. Und ich habe übelst so eine Stunde, glaube ich, lang hier fliegen im Training geübt. Das läuft, sage ich. Das läuft. Ich bin fast schon Hans-Georg. Achso, dann habe ich da schon einen Break gemacht. Volles Rohr in die Kiste ist auch super. Volles Rohr in die Kiste, ja. Warum arbeitest du nicht mit dem Smoker? Der Smoker bringt mir ja da nichts. Die sind ja schon in dem Rohr drin. Der Smoker hat jetzt da wenig Sinn. Okay. Guck mal. Dann so, ziehen Sie sich zurück, sagt er. Fotomäßig, ob da noch was frei. So. Danach. Okay, das kann weg. Mal die ganze Szene, dann haben wir es durch. Alter, krass, bin erst 11. Wie viele Völker würdet ihr mir empfehlen? Hab bisher 4. Also mehr als ich. Bin erst 11. Krass, Alter, 11. Ja, Alter, mit 11 war ich noch im Spielplatz, ey. Felix, du kannst so viele Völker machen, wie du dir selber zutraust. Wenn du es schaffst, mit 20 zu völkern, mit 20 zu imkern, dann kannst du auch 20 holen. Das liegt ja an dir persönlich. Ja, King B, was soll sich denn da zurückziehen? Die sind doch im Rohr drin. Verstehst das nicht? Wenn ich da jetzt reinsmoke, dann wo sollen die sich denn hinziehen? Die sind doch schon weg. Die sind doch schon drin. Die sind doch gar nicht draußen. So. Danach das Rohr oben. Natürlich jetzt ein blöder Übergang, ne? Gerade noch die dicke Action und auf einmal bumm, nix. Natürlich kacke. Danach. Ja, so. Ja, Louis schreibt, 4 sind nice, habe auch mit 4 angefangen. Und mit 10, ey. Alter, ja so Respekt, Jungs, ey. Respekt. Ja. Die ist ja mit 18 hier auf der Kette. Danach das Rohr oben aus der Wand gezogen. Hoffentlich. Na kommt, mit dem Rest Bienenvolk. Ja, jetzt muss ich natürlich überlegen, wie viel ich davon stehen lasse. Warum Smoke einfach in den Ofen anmachen? Zentimeter vielleicht. Das ist gut. Das geht weiter. Abgezogen, hoffentlich. Ziemlich weit reingesteckt. Ach, da sieht man schon hier die Öffnung. Das kommt auch noch dazu. Achso, ja, da hast du ziemlich weit reingesteckt, ne? Mhm. Achso, ja, da hast du ziemlich weit reingesteckt, ne? Drehen. Ist nur noch eine leichte Kante hier. Bla, bla, bla. Das ganze Rohr. Das ganze Rohr hier ist warm von den Bienen. Von den Bienen. Pass auf, wer weiß, wie weit das. Hä, wieso ist denn das jetzt schon draußen?
Da fehlt doch ein Schnipsel. Ach Quatsch, das ist ja von der anderen Seite gefilmt. Ja, okay. Bisschen Drehen. Pass auf, weil wer weiß, wie weit das drinne steckt, ne? Ja doch, bis hierhin, da sieht man noch. 2 cm. Nee, muss was. Ja, zu warte, jetzt gibt's. Also ohne Spaß, ich glaube, wenn ich mir Bienen hole, fahre ich nach D und dann schmuggle ich die hier einfach rüber. Mhm. Ja, das ist, ach, da willst du auch noch was drauf. Ohne Spaß, da gehe ich lieber ins Gefängnis, aber die sind hier in der Schweiz einfach zu teuer. Klar, warum? Da ist doch so eine Folie, aber die. Da ist doch alles drin. Also, wenn jemand hier aus der Schweiz kommt im Chat und weiß, wo es billige Bienen gibt, bitte melden. Bitte melde dich. Jetzt einmal Schnee. Und auch hier billiges Zubehör und so. In der Schweiz ist ja alles. Kannst ja nicht zahlen. Noch mal. Auszubildende. Jetzt einmal Schnee. Oh, hier ist warm von den Bienen. Jetzt einmal Schnee. King Bees und eine Ladantbeute kostet 350 Schweizer Franken. Das sind ungefähr 330 Euro. Oder 320 Euro. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Nachsicht. Ja, King B, das ist halt teuer, aber was soll man machen? Ja, Wucher ist noch human. Also wir zahlen auch für unseren Döner 9 Euro. Wie lange diese Szene einfach dauert mit dem Tape drum machen? Na, wahrscheinlich beim Anlegen spannender als im Video. Zum Abreißen. Also habt ihr das eigentlich so Freestyle gemacht oder habt ihr euch da schon eine Taktik überlegt, so wie ihr jetzt da rangeht? Oder habt ihr einfach gesagt, ja, wir machen das ungefähr ein bisschen und holen den da schon irgendwie raus? Komplett Freestyle. Die Taktik haben wir erst vor Ort da festgelegt. Abreißen. Huch, ich bin wieder weg. Ja, blubber, wo kein Kläger, da kein Richter. Ey, wo ist meine Tonspur da? Festband. Du bist ja witzig! Ja, die schon, oder ihr, aber ich nicht. Ich bin noch in der Ausbildung. Na sowas, also ich verdiene hier gar nichts. Und noch zu Hause. Festband. Ja, Marco kommt aus der CH. Grüezi wohl, Marco, grüezi wohl. Wie geht's? Du bist ja witzig! Minute Caesar. Minute. Abreißen. Du bist ja witzig! Jute Teser. Jute Teser. Ich denke, wir haben nicht mehr viel, ne? Ja, Martin, das ist mir aber. Also, es ist zu aufwendig für mich, ich wohne nicht so nahe. Also, an Basel. Das ist. Nee, ich glaube, ich beiße halt den sauren Apfel, da unterstütze ich auch ein bisschen hier die Schweizer Wirtschaft, das muss auch sein.
Auch wenn es mich meinen gesamten Lebensunterhalt kostet, aber hey. Für die Bienen alles. Das ist mir nicht mal dann mein Geld zu schade. Lisa. Sind Sie soweit? Und mutig genug? Und jetzt drehen erstmal. Soweit? Sind Sie soweit? Was ist da drin? Sind Sie soweit? Ja. Sind Sie soweit? Und mutig genug? Und mutig genug? Und mutig genug? Wie kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du die Königin mit im Beutel hast, praktisch, also mit in der Kiste? Da gibt's keine Garantie, oder? Also du musst halt dann hoffen. Wann? Bei einem normalen Schwarm? Ja, nee, jetzt hier bei euch. Also nee, bei euch ist ja klar, weil die sind ja alle da drin irgendwo, aber bei einem normalen Schwarm, ja. Ja, bei einem normalen Schwarm, wenn die Königin nicht mit in der Beute ist, dann haut das Volk wieder hoch zum Baum ab. Ach so. Nur wenn die Königin drin ist, dann gehen die auch mit rein. Ach, ist ja eigentlich logisch, ey, was überlege ich hier? Tja, weiß ich auch nicht. Cäsar. Kollegen zu Besuch. Sind Sie soweit? Und mutig genug? Der Schwartlappen und mutig genug, der hat am meisten Angst vor den Bienen. Und mutig genug? Der ist ja komplett eingepackt und ich habe nichts an. Und jetzt drehen erstmal. Na! Und jetzt drehen erstmal. Luis, kann ich mir dann auch bei dir Königin kaufen, weil die sind bei dir ja scheinbar günstiger als in der Schweiz. Ich da sogar die Versandkosten, das sollte nicht so teuer sein. Bei euch sind ja Versandkosten schon 30 Euro bestimmt. Nee, das ist ja nur ein Brief, oder? Die kannst du doch in so einen Brief mitschicken. Ja, ja, ja. Ja, das ist nicht so teuer, das kostet wahrscheinlich 2-3 Euro, oder nicht? Also Briefe sind ja nicht so... Und jetzt drehen erstmal. Versuch mal zu knippen. Ja. Versuch mal zu knippen. Ja. Kommt. Ja, Martin, tut mir leid, ich habe nicht alle Videos von Marvin gesehen. Da oute ich mich jetzt einfach mal, Marvin. Ja, es tut mir leid, ich hab ja, gesündigt. Du hast ja auch noch kein Volk, dann ist es okay. Und Schleier. Ja, ja. Hier ist nur blabub. Warte, wie mach das jetzt vor? Hoch und dreh die Tüte drüber und da stopfe ich Papier rein. Aber warte, wie mach das jetzt vor? Na sowas, was meinst du denn mit Versand in die Schweiz? Ist aber möglich? Fragezeichen. Also, ja, es sollte schon möglich sein. Weißt du, ich verstehe die Frage nicht. Und jetzt drehen erstmal. Ach so, ja, wie lange hält's denn die Königin da aus in diesem Transport-Ding da? Das ist so ein kleines Käfiglein oder was? Da sind ja Ammenbienen drin, die füttern die Königin ja auch. Genau, wie lange haltet die das denn aus? So 2-3 Tage, ja. Ja, das ist aber, also wenn es innerhalb Deutschland 2-3 dauert, dann dauert es in die Schweiz wahrscheinlich eine Woche. Oh, eine Woche ist schon viel. Ja, schade. Ja. Aber warte, wie mach das jetzt vor? Hoch und dreh die Tüte drüber und da stopfe ich Papier rein. Du musst ja gar nicht auf die Tüte. Ja, wie? Hoch und die Tüte drüber. Nee. Papier rein, du musst ja gar nicht auf die Tüte. Ja, wie? So oder was? Ja, guck mal, krieg ich das mal hoch, kann ich. Und jetzt runterrollen. Also runterlegen. Ja, ich zahle deinem Opa auch gutes Geld, wenn er mir Beuten braucht. Also jetzt mal kein Witz, ey. Ich zahle dem gerne, ich zahle lieber dem 100 Euro als in der Schweiz 300. Schau mal, eine Flasche Wasser. Ja, das Problem ist mit senden lassen oder sowas, ne? Ab 200 Schweizer, also ab 200 Euro, dann schlägt der Zoll zu und dann ist vorbei.
Jo, Luis, ich melde mich dann nächstes Jahr oder so. Also wenn ich dann Königin brauche, ich habe ja noch kein Volk. So. Mensch, deine Community ist ja so freundlich, die helfen mir alle, mir als Total-Noob, ey. Die wollen alle für mich Beuten organisieren, das ist ja für mich geehrt. Ich zahle auch gutes Geld, also ich zahle lieber euch 100 als hier 300, das, nee. Also wie teuer sind die denn in Deutschland, Marvin? Danke Martin, ich habe auch hier Imkern Schritt für Schritt, wurde mir auch schon empfohlen, so als Buch. Also das Theorie scheint ja genug da zu sein. Bei komplette Beuten für 140 Euro, Alter, ich zieh nach D. Menschenskind, ey. Ihr habt's schön dort, ne? Da ist immer die Schweiz, also super. Langstroh. Langstroh. Und jetzt drehen, ja? Versuch mal zu knicken. Ja. Kommt. Aber warte, wie... Was ist denn Langstroh, Alter? Ist das... Langstroh. Das ist eine Betriebsweise. Ah, Langstroh. Ach so. Nee, nee, es muss schon Dadant sein. Also ich will ja schon Marvin copy-pasten. Dadant oder nix. Jawohl. Was ist denn vor? Hey, nee, aber mir scheint Dadant auch sinnvoller. Also weil ein Brutraum hier, weil die tragen sonst zu viel Honig ein, habe ich mir... Ich muss dich mal kurz ein bisschen ruhig stellen, weil ich muss weiter schneiden. Jo, tut mir leid. Nee, das könnt ihr mal. Sonst kriege ich den Schnitt nicht hin. Aber warte, mach das jetzt vor. Hoch und direkt die Tüte drüber und da stopfe ich Papier rein. Du bist ja gar nicht auf die Tüte. Ja, wie so? Ja, wie so oder was? Ist nicht der Erste, der mir das sagt. Psst! Das ist gerade eine schwierige Szene, deswegen. Ja, guck mal, stell dich das mal hochkant hin. So oder was? Ja, guck mal, stell dich das mal hochkant hin. Ja, wie so oder was? Ja, guck mal, stell dich das mal hochkant hin. Ja, guck mal, stell dich das mal hochkant hin. Runterrollen, stell dich das mal hochkant hin. Runterrollen, also runterlegen. Also runterlegen. Dann legst du direkt dahin. Also runterlegen. Dann legst du direkt dahin. Was machen wir denn zuerst? Erstmal Loch zu oder erst Tüte? Okay, ich halte mein Maul. Du bist bescheuert. Er hasst mich. Was ist für ein Tränchen da? Ich meine, ich würde auch ein bisschen schluchzen. Nein, das geht schon. Oh. Runterrollen, also runterlegen. Dann legst du direkt dahin.
Ich weiß nicht, ob das zu langweilig ist, diese Szene. Was sagt ihr? Die ist schon ziemlich lange. Die ist mir ein bisschen zu lange. Sind Sie soweit? Und mutig genug? Und jetzt drehen erstmal. Versuch mal zu knicken. Ja. Kommt. Aber warte, wie war das jetzt vor? Hoch und direkt die Tüte drüber und da stopfe ich Papier rein. Die ist ja gar nicht auf die Tüte. Ja, wie? So oder was? Ja, guck mal, ich denke, dass du mal hoch kann hin. Runterrollen, also runterlegen. Ja, legst du direkt dahin. Was machen wir denn zuerst? Erst das Loch zu oder erst Tüte? Ja, geht. Ne, Cremchen ist weg. Cremchen ist nur im Video hier. Da, das ist Cremchen hier. Was machen wir denn zuerst? Erst das Loch zu oder erst Tüte? Weiß ich nicht, erst Tüte oder so. Soll ich jetzt wieder labern, oder? Erst das Loch zu oder erst Tüte? Das kann ich mir erstmal die Tränen wieder aus dem Gesicht wischen. Ja, ja, Achtung, Achtung, lang. Ja, ja. Felix, kannst du mir vielleicht deine E-Mail oder so geben? Also wenn dein Opa bis nächstes Jahr noch Beuten macht, dann mal gucken, vielleicht, das wäre wirklich profitabel. Also ich würde dann auch Versandkosten übernehmen, weil es wahrscheinlich trotzdem billiger ist, als hier in der Schweiz zu kaufen. King B, was heißt do it yourself? Aber es kommt auch an, auch wie der Werdegang ja auch ist, den Schwarm zu bekommen. Das hat ja nichts mit do it yourself zu tun. Also runterlegen. Ja, legst du direkt dahin. Ja, ja, Achtung, Achtung, langsam, langsam. Ich muss jetzt mal da aufmachen. Oder? Also hier kann nichts passieren. Jetzt mach ich das nicht. Nee. Also hier kann. Ja, so schon mal. Nee. Martin, in der Schweiz braucht man das meines Wissens nach nicht, eine Versicherung. Für die Bienen habe ich mal nachgeguckt, okay. Rechtlich. Das ist in der Haftpflichtversicherung gedeckt, glaube ich. Ja, da das Tierschäden oder so, wenn man mal was hat. Was, landet bei dir gerade ein Flugzeug oder was? Nö, nee, Zug der vorbei. Aber der Wind steht echt so extrem, dass der genau der Schall in den Balkon kommt. Oberbuch schreibt, Marvin schneidet nicht zu viel weg, es muss ja schon rüberkommen, was das für eine Arbeit war und wie ihr gelitten habt. Ja, nee, ich schneide nicht zu viel. Biene, man braucht keine Versicherung für die Bienen in der Schweiz, glaube ich, zu 90%. Und, nee, du brauchst auch keine hier in Deutschland, aber es wäre für dich von Vorteil, eine zu haben. Ja, die sind halt, du bist halt in der Schweiz über die Haftpflichtversicherung gegen Tierschäden und sowas, da bist du schon versichert, automatisch. Okay. Also, ich habe das rechtlich schon abgeklärt. Und, ja, was Imkerverein, ja, weiß nicht. Das ist nicht, es gibt keinen, der so nah ist von mir und ich will da nicht immer hinfahren oder sowas, das kackt mich übel an. Lieber in einem Dorf, ne? Also hier nix, hier gibt's nichts in der Nähe. Hier gibt's 3 Kühe und 2 Einwohner. Richtig vorne, weil wenn das alleine hochkriegst, dann könnte ich. Nee. Ach so, ach so. Richtig Porno wäre, wenn du das alleine hochkriegst. Echt? So, jetzt gucken wir uns die Szene nochmal an. Ich finde, das geht eigentlich. Ist ja noch nicht fertig. Also Felix, was macht denn dein Großvater für Beuten? Genau, das wollte ich noch fragen. Oder kann der alles machen? Kommt. Aber warte, wie war das jetzt vor? Hoch und direkt die Tüte drüber und da stopfe ich Papier rein. Die ist ja gar nicht auf die Tüte. Ja, wie? So oder was? Ja, guck mal, stell dich das mal hoch, kann hin. Eigentlich muss ich ja dir danken, Marvin, deine Community. Das sind ja die übel nützlichen Leute hier. Ja, sicher, das sind ja auch die Besten. Hier. Ja, ja. Die Besten, Daumen hoch für euch. Auch von Radisch, dem alten Knauser Schweizer. Alter, ich bin in der Ausbildung, ey.
Ja, Timelapsen bringt aber nichts, dann hörst du das Reden ja nicht. Aber das geht. Ja, ja, Achtung, Achtung, langsam, langsam. Oh. Ja, danke auch an die Community, dass sie mich tot hatet. Ich vorne, weil wenn er alleine ruft, dann kann ich. Nee. Warte, was ist denn hier? Da dann ja, modifiziert ja, ja. Ist, glaube ich, das, oder was ihr Deutschen alle habt. Ich, ja. Genau. Ja, 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 ja. Also hier, das ist irgendwie, es gibt ja auch da dann Blatt, aber. Deine Hoch, dann könnte ich. Ja, 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 ja. Ist voll hoch. Ist voll. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ist voll hoch. Ja, ich weiß, dass es auch andere gibt, aber ich will schon was mit einem einteiligen Brutraum. Das scheint mir sinnvoller. Wie bis wann spätestens? Also ich brauche die dann bis irgendwann nächstes Jahr, also es ist jetzt nicht dringend. Und der Dantmod mit dem großen Oberträger. Das ist ein großer Obertrager. Obertrager? Obertrager. Nee, Oberträger ist das Ding. Oben, dann. Vom Rähmchen das Teil oben, das ist der Oberträger. Ach so, damit du hier keine Abstandhalter brauchst, oder was? Oder? Nee, das ist halt breiter als das Rähmchen selber, dieser Oberträger. Das ist halt ein modifizierter Oberträger. Ach so, ja, jetzt weißt du, ey Gott, ich bin ja übel der Noob, ich fühle mich ja richtig. Es hat alles so gut und ich habe einfach keinen Plan. Ja, voll hoch. Oh Gott. Unbedingt ein Buch, ich merk's schon. CIP für den TS noch, fragt hier jemand. Sisu 1906. Ja, brauchen wir gleich sowieso. Zockst du gleich mit. Können wir gleich machen. Wenn ich hier den Stream beendet habe. Ich denke mal, Viertelstunde noch. Das Video kriege ich heute im Leben nicht fertig, merke ich gerade. Das ist ja, Felix, kannst du deine E-Mail nochmal schreiben? Ich guck dann, wer von euch die billigsten Beuten hat. Dann... Hat er da oben doch, oder? Ach, hat er? Ich finde die eben nicht. Ist ja... Felix.wigald. Ach so. Ja, gut, ja, die habe ich auch gesehen. Gott, ich bin dumm. Ja, Martin, das dauert nur noch was mit dem Video. Da kommt ja noch einiges hier. Ich seht ihr hier in der Leiste, da ist ja noch der ganze Kram hier. Da ist das Rohr draußen und da stürzt man in die Beute. Und also die abenteuerliche Konstruktion ist jetzt... Du hast 31 Dislikes auf dem Stream. Ist bestimmt alles wegen mir. Bitte was? Das 31 Dislikes hier auf dem Stream, das ist bestimmt alles wegen mir. Ja, aber auch 277 oben ist okay. Ja, aber die sind bestimmt nicht wegen mir. Ach, was weiß ich. Freunde, ich hab die Bienen auf der Schulter. Ja, King Bee, kannst du mir gerne auch deine geben. Ich könnte ja dann Konkurrenzkampf machen, wer mir die billiger andreht. Auflegen, Flieger drauf, sofort rein. Freunde! Ich hab die Bienen auf der Schulter.
So, warte, was war? So. Aktueller Freunde, ich hab die Bienen auf der Schulter. Aktueller Stand. Rohr liegt auf den Schultern. Boah, wie ich das anhöre. Ja, komm. Also ich brauche dann ja nicht nur die Beute an sich, sondern ich brauche dann halt Rähmchen und Absperrgitter und was gehört noch alles, sonst Honigräume, alles. Von den Rähmchen kann ich mir auch hier kaufen, aber die Absperrgitter und sowas wäre noch schön und Deckel und ich weiß ja nicht, was alles dazugehört. Also ich glaube, das Bienenflucht. Und das dreimal, glaube ich. Also bis nächstes Jahr erst, ne? Also so schnell. Alter, 2003 hat der in der E-Mail stehen, ne? Und da ist die heutige Jugend kann nix. Aktueller Stand. Rohr liegt auf den Schultern. Aktueller Stand. Rohr liegt auf den Schultern. Boah, wie ich das anhöre. Rohr liegt auf den Schultern. Rohr liegt auf den Schultern. Boah, wie ich das anhöre. Ja. Rohr liegt auf den Schultern. Ich weiß, was du meinst. Ja, da hörst du wieder zu, wa? Rohr liegt auf den Schultern. Boah, wie ich das anhöre. Da vorne ist die... Rohr liegt auf den Schultern. Boah, wie gibt's das Neues von Flow Hive, fragt ihr da jemand. Vorne ist die Tüte drum. Ja, mit Flow Hive sind wir in harten Verhandlungen. Aber es ist nicht so einfach mit denen. Die sind so halt Amis-mäßig. Die wollen direkt alle Rechte und was weiß ich was. Wir müssen noch einen Vertrag gestalten mit denen. Der erste Vertrag, der war, uns gehört alles, dir gehört nichts. Also bei dem ganzen Material, was ich dann drehen würde. Ach krass, hier in Deutschland ist ja Hochwasser. Hier, Louis schreibt, im Fachzentrum Bienen und Imkerei war es so Hochwasser, dass die Bienenvölker weggeschwemmt wurden. Ach krass. Ja. A steht am Bahnhof und klaut Koffer. Schultern? Boah, wie ich das anhöre. Da vorne ist die Tüte drum. Ja, King Beavis, was ist denn? Also meinst du wegen dem Artikel oder was? Da kommt jetzt noch schön ein bisschen Gaffer. Da kommt jetzt noch. Ich verstehe nicht, wenn mir Leute dann einfach schreiben, Radisch oder so oder was. Ich weiß auch nicht mehr, was ich hier vor zwei Seiten weiter oben geschrieben habe. Dominik, allerlei. Grüß dich. Ja, mal schauen, ob die Richtung, wenn wir uns einig werden, dann geht es in die richtige Richtung, ja. Und dann gibt es bald eine Doku über Flow Hive. Also tun die kompliziert oder ist es mehr so standardmäßige Verhandlungen, oder? Ja, die wollen halt alle Rechte und das ist halt
nicht tragbar. Dann würde ich. Also wollen die auch deine Einnahmen und so, oder wie? Nein, das natürlich nicht, aber die wollen die Rechte an den Videos haben. Sprich, die könnten die auch so irgendwo als Werbung oder was weiß ich laufen lassen. Da kommt jetzt noch schön ein bisschen Gaffer. Schön ein bisschen Gaffer hätte ich jetzt nicht so gewackelt vorher, ne? Geht das klar? Noch. Mensch, King Biene schreibt das jetzt bestimmt schon das 9. Mal, ey. Ich guck ja schon in der Zeitung, dräng mich nicht. Vorne ist die Tüte drum, da kommt jetzt noch schön ein bisschen Gaffer. Schön ein bisschen Gaffer. Kennt ihr Gaffer? Gaffer-Tape? So, ist das drauf? Das sieht ja gar nicht. Die Hand muss weg. Ein bisschen Gaffer. Okay. Ja. Das geht doch klar, das reicht. Nicht schlecht, nicht schlecht, ey. Jüngste Imker, ey. 11 oder 10 Jahre. Bei uns in der Schweiz wahrscheinlich auch der jüngste Imker. Das ist 18, ist glaube ich auch nicht so alt. Achso. 5 Minuten Video in einer Stunde 30, das mit den 15 Minuten Arbeit für eine Minute Video kommt wirklich hin. Wirklich krass unterschätzt, ja, das ist echt. Deswegen, so an einem Video sitze ich bestimmt, gut, jetzt ist ja noch viel dabei lesen und reden. Ein Video dauert bestimmt 4 Stunden immer, so ungefähr, so 10 Minuten. Krass. Das ist auch nee, das ist nicht, das ist eher noch ein weniger. Mit weniger Aufwand. Mehr Aufwand ist, wenn du verschiedene Kamerawechsel hast und sowas. Das ist mehr Aufwand. Lukas, ja, versuch's. Was soll ich mit den 600 Kilo sonst machen? Ich versuche die zu verkaufen. Ich schick dir noch meine Adresse, wenn du noch was hast. Nicht, dass er noch schlecht wird. Vom Honig. Nee, ja. Nicht, dass der Honig noch schlecht wird. Ja, hab ich mir schon gedacht. Schaut. Ah, die Kollegen sind nervös. Nee, musst du an. Wieso hab ich denn ja die Kamera eingehalten mit Sonnenlad? Nur die Bienen oder ist der große Schwert? Hier, nimm beides. Nur die Bienen oder ist der große Schwert? Hier, nimm beides, ne? Mann, ey, also jetzt tut's mir richtig leid, dass ich nicht schon das hier angefangen habe. Weißt du, jede Sekunde, dass ich, wo ich hier da zugucke und die Leute schreiben so geil und ja, hier, ich hab Bienen und ich hab, ey, Mann. Tut's mir leid. Das ist echt schade. Wird zu dir passen. Da ist er. Da ist das Ofenrohr. Wie das aussieht. Ofenrohr. Also den Umgang mit dem Rohr, das hast du im Griff, ja, nicht schon. Das sieht hier gekonnt aus. Ja, jetzt muss er sehen gleich, wie Krebs der auf der Schulter hat. Ja, wieder nicht. Mit dem Schleier auch noch. Ja, ich sehe es gerade. Das sieht schon übel, weißt du, von hinten sieht so aus, als würde hier gerade irgendwie Sondermüll wegtransportieren. Ja, sonst hier giftig oder was. Wunderbar. Naja, aber. Also das sieht hier gleich das ganze Rohr abmontieren, ey. Dann aufwendig. Wunderbar. Ja, wie willst du das anders machen, ne? Ja, im Sommer, ja nicht rausfegen im nächsten oder Winter, so. Im nächsten Winter werden die verreckt, die werden ja richtig vergast worden. Oh, oh, oh. Also ich glaube, in Deutschland musst du da aufpassen, oder nicht? Wunderbar. Ja. So. Wetter ist bescheiden. So. Jungs und Mädels, 5,5 Minuten, ey. Die hätten nochmal extra geheizt wahrscheinlich, die werden dann mitgebrannt, oder nicht? Wetter ist. Ja, ich glaube, die waren noch auf der Außen. Naja. Ja, krass, die werden wahrscheinlich wirklich einfach
Rohr. Schwarz klingt, aber die werden wahrscheinlich wirklich vergast. Und wunderbar. Wetter ist bescheiden. Wetter ist bescheiden. Marvin, Imker aus Leidenschaft und Lebensretter von Bienen. Ja. Ist dein Rohr so schwer? Oh Mensch, Leute. Rausplömpeln die Bienen. Ja, die werden jetzt gleich rausgeplömpelt, aber das seht ihr jetzt eigentlich leider. Oh ne, Marvin, den Titel bitte. Zwei Männer, ein Rohr. Das ist super. Das ist super. Ja. Zwei Männer, ein Rohr. Wo ist denn das nächste hier? Ein paar Minuten mache ich noch. Also hier könnt ihr mal das... Na, Alter. Ich gucke mir jetzt nochmal das ganze Video an, die 5 Minuten. Die gönne ich mir jetzt mal. Marta, liebe Freunde der sechseckigen Zelle, kleiner Schwarm-Vlog zwischendurch. Wir wurden gerade von dem Bauern angerufen, wo ich auch mit den Bienen im Rapsfeld stehe. Ja, er habe einen Schwarm. Ja gut, haben uns das Ganze mal angeguckt und wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, wir sind hier an einem Bauernhof und hier angekommen stellte sich folgende Situation ein. Da oben, also hier ist die Hauswand. Und da oben in dieses Loch fliegen die Damen rein und raus. Von der Seite sieht das also so aus. Mal gucken, ob ich euch mal auch da dran halten kann, damit ihr auch mal reingucken könnt. Klappt das? Sieht man da was? Könnt ihr was sehen? Ob ihr jetzt was sehen konntet, weiß ich nicht. Deswegen zeige ich euch mal das Foto, was wir gerade noch geschossen haben, damit wir uns auch mal selbst die Situation angucken konnten. Ich habe gerade entdeckt, dass sich das Schwärmchen so ein bisschen verflogen hat. Da ist wohl noch so ein bisschen Luft. Der halbe Schwarm sitzt nämlich hier hinter den Glasbausteinen auf der Fensterbank. Gut, das macht die Sache wesentlich einfacher. Hier mal das Foto, was ich gemacht habe. Da konnte man sehen, oh, das Ding hängt ja in einem Rohr drin. Kurz also den Schlüssel von der Bude besorgt und jetzt zeige ich euch den ganzen Kram mal von innen. Der halbe Schwarm sitzt also auf der Fensterbank. Also hier ist ordentlich was abgegangen. Hier von innen die Glasbausteine, da liegen Bienen, aber die sind beinahe mausetot schon. Irgendwie hat das... mit dem Einnisten und dem Schwarm nicht so ganz geklappt. Da kann man auf jeden Fall nichts mehr machen. Von innen, also von innen sieht die Situation so aus. Das hier ist irgendwie so eine Art Heizung oder sowas. Und in diesem Heizungsrohr da oben befindet sich jetzt unser Schwarm. Das ist also das Heizungsrohr, wo man von draußen gerade reingucken konnte. Und das versuchen wir jetzt zu lösen und danach dann irgendwie den Schwarm in eine Beute zu schlagen. Mal schauen, ob das funktioniert. Für Verpflegung zwischendurch ist auf jeden Fall gesorgt. So, wie ist der Plan? Meine Idee wäre, das hier unten zuerst zu lösen, weil die oben sitzen. Dann tapen wir das erstmal zu. Unten? Unten. Ja. Dann ziehen wir das aus der Wand raus, tapen oben zu, gehen damit raus und schütten die dann draußen in die Beute. Also du willst jetzt hier unten lösen, rausziehen? Ja. Zutapen? Genau. Dann da oben rausziehen? Dann ziehen wir das aus der Wand raus, zutapen, dann gehen wir aus der Halle raus und dann schütten wir die in die Beute. Hört sich gut an. Fast weg. Ja. Cremchen ist... Warte, die Pause war zu lang. Dann gehen wir aus der Halle raus und dann schütten wir die in die Beute. Hört sich gut an. Zack, das reicht. So. Zutapen, dann gehen wir aus der Halle raus und dann schütten wir die in die Beute. Hört sich gut an. Fast weg. Ja. Cremchen ist... Cremchen ist nochmal voll in Schale und zieht jetzt da unten das Rohr raus. Mach schon mal, tüttel schon mal Klebeband da. Tüdeln. Und versucht dann... Und, was hörst du? Ich kann mich auch täuschen, aber ich meine, dass sogar hier unten welche summen, dass die bis in die Heizung rein sind. Boah, Schornsteinfegerbienen. Also mit dem Rohr hier, das war ein guter Plan. Aber hast, guck mal, ob da ein Hammer liegt. Für den ersten Test haben wir gerade mal die Revisionsluke geöffnet. Mach mal ganz leicht, wir vermuten nämlich... Ach du Schande. Das ganze Rohr ist rappelvoller Bienen. So, nach langer Recherche befindet sich das voll komplett von hier bis da oben... in den Bogen. In den Bogen und noch weiter davor. Das ist locker ein 120er, 130er Rohr. Also das muss ein Trümmer von Volk sein. Wir hoffen nicht, dass die jetzt auch noch in diesem Ofen drin sind. Dann haben wir ein Problem. Aber wir wären ja keine Hardcore-Schwarmfänger, wenn wir jetzt nicht schon eine Idee hätten.
Der Plan ist jetzt wie folgt. Und zwar stopfen wir da. Das habe ich ja vergessen wegzumachen. Ja, gut, dass ich mal geguckt habe. Der Plan ist jetzt wie folgt. Und zwar stopfen wir da jetzt erstmal komplett voller Zeitung alles in das Rohr, damit wir schon mal eine Seite von der Öffnung verschlossen haben. Danach das Rohr oben aus der Wand gezogen, hoffentlich. Hast du, ja, hast du ziemlich weit reingesteckt, ne? Mhm. Das ganze Rohr hier ist warm von den Bienen. So. Jetzt einmal Tape. Und zum Abreißen. Gute Tesa. Paar Kollegen zu Besuch. Sind Sie soweit? Und mutig genug? Und jetzt drehen erstmal. Versuch mal zu knicken. Ja. Kommt. Aber warte, was hast du jetzt vor? Hoch und direkt die Tüte drüber und da stopfe ich Papier rein. Du bist ja gar nicht auf die Tüte. Ja, wie? So oder was? Ja, mal, stell dich erstmal hochkant hin. Runterrollen. Also runterlegen. Dann legst du dich direkt dahin. Ja, ja, Achtung, Achtung, langsam, langsam. Nicht oh. Vorne, weil wenn das alleine hoch ist, dann könnte ich. Nee. Ja. Gut hoch. Da was drauflegen, leg was drauf, stopp was rein. Hoch und direkt die Tüte drüber. Nee. Freunde, verstehe. Ich hab die Bienen auf dem. Auf der Schulter. Aktueller Stand? Rohr liegt auf den Schultern. Boah, wie ich das anhört. Da vorne ist die Tüte drum. Da kommt jetzt noch schön ein bisschen Gaffer. Okay. Da ist das Ofenrohr. Wunderbar. Das Wetter ist bescheiden. Also hier könnt ihr mal das ausmachen. Geil. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also hier könnt ihr mal das Ausmaß sehen. Das ist locker ein 150er Rohr. Ja. Nach dem Video verstehe ich nicht ganz, wieso man Bienen in einer Beute hält und nicht in einem Ofenrohr. Der lässt sich ein bisschen schlecht mit Imkern. Zigarrohr. Nochmal 1,50 Meter lang. Ja. Das ist jetzt komplett voller Bienen. Halt mal die Kamera da dran, das kannst du hören. Voller Bienen. Halt mal die Kamera da dran, das kannst du hören. Der Ofenrohr beliebig erweiterbar steht hier. Ja, den Chat müsste man eigentlich mit in den Vorlauf packen, der ist echt gut. Das geht aber leider nicht. Bei Twitch geht das, glaube ich, irgendwie, oder? Bei Twitch ist. Also, ach nee, du ladst ja deine Twitch-Streams, sind ja nicht persistent, oder? Die kann man sich nicht im Nachhinein nochmal angucken. Die kann ich nur, doch klar, wenn ich die speichere und hochlade, das geht natürlich. Aber kannst du die nicht irgendwie, ich dachte bei Twitch geht das auch, dass man die irgendwie automatisch dann auf Twitch nochmal sich angucken kann. Ja, das geht auch, aber dann darf ich keine Musik laufen lassen, das geht aber auch. Ach aber so. Den Chat, doch, der Chat geht auch, hast recht. Ofenrohr beliebig erweitert. Golden Bees, guten Tag. So, ein paar Minuten noch, dann wechseln wir zu Twitch. Also ich möchte mich hier nochmal bedanken an alle, die mir hier so geholfen haben. Das ist ja wirklich entzückend. Ich fühle mich geschmeichelt, dass auch Anfänger willkommen sind. Ja, gerade Anfänger sind doch willkommen, das weißt du doch. Ja, ja. Das habe ich, glaube ich, im Kanal schon breit genug getreten, dass gerade dieses Thema Imkerei und der Kanal BTV84 auch für Anfänger ist. Oh, Strom.
Stromrechnung nicht bezahlt. Aber da dran, das kannst du hören. Das kommt in der Tat doch sehr nah, Kicher. Ja. Naja, die Form ist ein bisschen anders. Ofenrohr weiterbar. So, der Ablegerkasten ist. Hallo. So, der Ablegerkasten ist bereit. Wabenwerk auch. Wabenwerk. So. Und jetzt versuchen wir den Hochkant das Rohr da drauf zu. Das kannst du hören. So, der Ablegerkasten ist bereit. Wabenwerk auch. Dankeschön, Luis, dankeschön. Und jetzt versuchen wir den Hochkant das Rohr da drauf zu stellen. Und jetzt versuchen wir den Hochkant das Rohr da drauf zu stellen. Kannst du auch einfach so draufstellen. Boah, das ist ja alles voll mit Bienen schon. Boah, das ist ja alles voll mit Bienen schon. Also das Rohr hängt. Hä? Wie hab ich das da hingehört? Oh Mensch, Leute, hört doch auf, ich werde doch ganz rot. Ach, ich will doch nur Marvin. Sehr dunkel. Ja, das stimmt, das stimmt. Und der ist auch im Teamspeak, sagt aber nicht einen Mucks. Ja, dunkel, entmuten. Los. Also das Rohr hängt. Den Ablegerkasten, den packen wir jetzt unter das Loch und dann machen wir einfach die Bude auf. Ihr kriegt dann schon das Fazit. So. Viertel nach neun, das Volk ist jetzt größtenteils im Kasten. Wie sich das Volk entwickelt, wird sich jetzt die Tage zeigen. Ich denke mal, auf Facebook und auf Instagram von Claimchen gibt es dann diverse Fotos. Ja. Spontan die Kamera rausgeholt. Ja, spontan die Kamera rausgeholt. Ich hoffe, euch gefiel dieser oder euch gefällt dieser kleine Schwarm-Vlog von der Straße. Mal was anderes, aber es bleibt weiter entspannt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. So. Ich denke mal, das gab mal einen kleinen Einblick, wie viel Arbeit gerade hinter dieser scheiß Schnittkacke da steckt. Aber das wollte ich euch mal zeigen. Vor allem hatte ich auch Bock drauf, mal mit euch so ein Video zu schneiden, weil das gerade so hat gerade gepasst. Und ich denke mal, das war mal für den einen oder anderen ganz interessant. Wir machen jetzt hier quasi mit dem Schnitt Ende. Sind aber noch lange nicht offline. Nein, wir wechseln jetzt rüber zu Twitch. Und dann wird noch ein bisschen gespielt, bis 4 Uhr morgens, damit ich vier Stunden später mit dem Öbelchen auf die Straße kann. Ihr wisst doch Bescheid vom letzten Livestream. 4.6. um 8 Uhr das Telefonat mit meiner lieben Großmutter. Wer kann sich noch dran erinnern? Ja, was sagen wir? Ich meine, das Video wird ja eh nicht aufgenommen. Wurde hier noch was Interessantes geschrieben? Doch, du Battlefield 4 und so. Außer, dass
Ja, Battlefield 4 zocke ich auch. Und bald Battlefield 1 natürlich. Das ist Alter, das kaufe ich mir jetzt auch. Das hat mich schon ein bisschen. Aber angeregt. Hier links, ne? Rainbow Six Siege müssen wir noch holen. Ja, ich habe das schon, ey. Was ist mit dir? Ich muss es noch runterladen. Ja, hier, los. Ja, aber nicht jetzt will ich ja. Du hast doch eine 100K-Leitung. Du kannst das doch parallel machen, oder nicht? Ja, aber du kannst nicht streamen. Du kannst nicht. Ach so. Noch. Ja, okay. Ja. Wie heißt nochmal die Website, wo du deinen Honig vertickst? Eigentlich, ja, was heißt, wie heißt die Website? www.btb84.de. So heißt die Website. Und da unter, ich glaube, mein Honig oder sowas. Du kannst natürlich auch auf Nearbees gehen, aber da kriegst du weniger Leistung für mehr Geld. Deswegen, und machst mir mehr Arbeit. Deswegen lieber über die Seite selbst. Wann kommt der nächste Stream? Weiß ich nicht, der letzte ist ja gerade vorbei. Mal schauen. Ich muss jetzt erstmal noch ein paar Videos schneiden. Und drehen muss ich auch. Ich wollte nächste Woche Schwarmkontrolle drehen. Ich wollte Schwarmkontrolle beim Zandervolk drehen. Schwarmkontrolle bei den anderen Völkern. Schwarmkontrolle Livestream. Schwarmkontrolle da draußen an dem Volk. Dann wollte ich die Schleuder. Ist ja Gott sei Dank heute angekommen. Die wollte ich zusammenbauen. Da gibt es noch so ein kleines Video von. Dann wollte ich nochmal einen Schleudergang filmen. Ich will noch so viel eigentlich machen. Deswegen passt mir dieses Jahr diese Königinzucht auch überhaupt gar nicht in den Kram. Weil ich noch so viele andere Sachen zu drehen habe, aber macht ja nichts, dann habe ich halt fürs nächste Jahr die Königinzucht. Dann gibt es die halt 2017 auf die Augen für das 10.000 Abo-Special. Haha, dann müsst ihr dafür aber noch ordentlich Abos sammeln. Sonst gibt es keine Schwarmkontrolle. Quatsch. Sonst gibt es keine Königinzucht. Na sowas, ja, hau rein. Wir wechseln jetzt rüber, also ihr könnt gern noch dabei bleiben. Ihr müsst einfach nur dem Link folgen, www.twitch.tv/promaniac84. Gerne auch followen, da der Radisch ist natürlich gleich auch am Start. Der alte Switzer, dann kommt vielleicht der Dunkel, dann kommt der Lauch, der alte Lauch kommt gleich, dann wollt ja auch der, wo ist er, ne, hier, Zusi, wie heißt er nochmal? Ich hab dich vergessen. Wo bist du denn? Wie heißt er denn nochmal? Vielleicht schon offline? Ne, der hat oben, ja, ich weiß nicht, der hat oben mal geschrieben. Da ist er doch. Der, wo ist er hin? Ist hier eine Panne? Ja, der weiß auf jeden Fall, dass er gemeint ist. Er wollte ja auch noch mitspielen. Komm erstmal gleich ins TS. Ich weiß nicht, ob wir Chaos 4 gegen 4 habe ich eigentlich weniger Lust drauf. Ich mache erstmal 3 gegen 3, denke ich mal. Aber du spielst gleich auf jeden Fall auch eine Runde mit. Wie oft erntet man Honig im Jahr? Ich ernte 4-mal Honig im Jahr, das heißt 2-mal den Raps, 1-mal die Linde und 1-mal die Akazie. Gleich wird Rocket League gezockt. Und das Video, was ich gerade geschnitten habe, kommt hoffentlich Sonntagabend. Morgen Abend bin ich Objück. Und Sonntagabend werde ich das wohl fertig schneiden und dann kommt das Video online. Dann kommt direkt nächste Woche, am Anfang nächste Woche, kommt Teil 58. Und zwar heißt dieser Teil, also im Kampf von Anfang an Teil 58, Arbeiten mit der Bienenflucht, rund um die Bienenflucht, was man mit der alles machen kann und Kunstschwarm und etc. Also steht eigentlich noch einiges auf dem Programm. Aber genau, Sisu, da ist er doch. Sisu, genau. Also ich packe dich gleich ins TS, aber am Anfang kannst du, glaube ich, noch nicht mitspielen, weil wir, glaube ich, schon voll sind. Aber wird sich bestimmt im Laufe des Abends nachher noch ergeben. So, liebe Freunde, wechselt also rüber, gebt mir jetzt mal kurz 5 Minuten, ich gehe mal kurz pieseln. Und dann sind wir gemeinsam wieder auf Twitch online, um dort noch ein bisschen zu spielen. Ob wir auch Battlefield 4 spielen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall spielen wir eine Runde Rocket League. Also, in diesem Sinne, war lustig mit euch. Danke für die Fragen und für den Spaß. Wir sehen uns gleich oder im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Also, haut rein. Radisch, du hast das letzte Wort. Jo, tschüss. Ciao.